Hier auf der Karte nun die heutige Tour. Unten bei B geht's los vom Parkplatz Wasserauen hoch zum Seealpsee, dann rauf zum Berggasthaus Mesmer. Dann der nächste Punkt ist hier Wagenlücke. Das ist dort, wo sich der Auf- und Abstieg vom Sentis treffen. Punkt 4, ist klar, Sentis. Wieder runter Wagenlücke. Dann Meglisalp. Und dann geht es auf einem Höhenweg, der aber heute im Nebel lag und man den Seealpsee kaum sehen sollte, dann wieder runter zum Parkplatz Wasserauen. Zehn vor sechs hier am Parkplatz in Wasserauen. Hat es ein bisschen länger gedauert, bis ich jetzt fertig war. Ich war schon mal halb sechs hier, aber mit dem Parken war es was problematisch. Wenn man kein Schweizer Geld dabei hat, muss man sich erst eine App runterladen, ja, dann über Kreditkarte oder wie auch immer, dann bezahlen. 5 oder 6 Schweizer Franken sind es, glaube ich, pro Tag. Jo, noch ist es sehr neblig. Aber ist ja noch zeitig, soll dann aufklaren. Heute geht's auf den Sentis. Da war ich noch nicht. Den höchsten Berg hier im Alpstein. Da vorne ist es Gasthaus Alpenrose oder Hotel Alpenrose. Jo. Und dann machen wir uns mal auf und hoffen, dass alles gut klappt und dass ein schöner Tag wird. 10 nach 6. Langsam wird es heller. Ich gehe hier auf einer gut ausgebauten Vorstraße. Die wird wahrscheinlich auch bis zum Alpsee so weitergehen. Nach 40 Minuten ist der Seealpsee erreicht. Leider im Nebel. Da habe ich den vor 4 Jahren doch ganz anders gesehen. Hier mal ein kurzer Ausschnitt. Dort hinten beim Gasthaus Forelle haben wir damals übernachtet. Und der Name ist Programm, dort habe ich vermutlich meine beste Forelle aller Zeiten gegessen. Nun geht es weiter den See entlang, dann in einigen Serpentinen hinauf zum Gasthaus Mesmer. Thank you.
kurz nach 7 und der frühe Nebel verschwindet langsam und dahinter ist schöner blauer Himmel zu sehen. Ja, so kann es weitergehen. Und da oben hinter der Kuppe ist ein Gasthaus Mesmer. Und langsam geht die Sonne auf. Nach genau 2 Stunden um 8:10 ist das Gasthaus Mesmer erreicht und im Hintergrund der Sentis. Nicht schön, aber naja, ist nun mal das Ziel. Die beiden Esel waren für vier Jahre auch schon da. Bisschen kann man den Weg sehen. Der geht dann da hinten lang rauf und hier hinten sind die Wagenlücke. Da hinten im Schatten. Hier geht es erstmal ein bisschen gemütlich. Gerade am schmalen Pfad lang. Nichts viel Bewegendes, nicht steil, abfallend. Und immer der Blick auf den Sentis. Ein bisschen weiter weg, oben hier lang, und dann geht es dann nachher zickzack rechts rauf und dann irgendwann quert man dann da hinten und oh, wie gesagt, da ist dann die Wagenlücke und dann geht man hier vom Sentis an von links hinten nach hoch. Ah, es ist herrlich, die Sonne. Laut Einheimischen kommen wir jetzt hier an eine kleine Schlüsselstelle. Da geht es seilversichert in einigen Kehren nach oben. Da sollte man die Wanderstöcke, wer dabei hat, hinten an den Rucksack packen, dass man beide Hände frei hat. Es soll für Leute, die extremste Höhenangst haben, hier eventuell zu Problemen kommen. Wobei ich das eher dann sehe, wenn es umgekehrt nach unten geht. Ich habe selbst Höhenangst und hatte hier keine Probleme.
nochmal einen Blick zurück. Und unten im Tal noch immer Nebel. Hier links geht es jetzt rauf zur Wagenlücke, aber der Weg ist viel schöner zu gehen, als es im ersten Moment ausschaut. Unten immer noch Nebel und so soll es auch den ganzen Tag bleiben. Und hier nun der Aufstieg zur Wagenlücke, geht sich aber relativ gut. So, die Wagenlücke ist erreicht. Das ist ein Gebirgspass auf 2075 Metern. Dort gibt es auch auf der anderen Seite eine kleine Hütte, ist nicht öffentlich, gibt es nichts zu trinken oder ähnliches. Ich konnte auch darüber nichts finden, was es mit der Hütte auf sich hat. Und dort hinten rechts rum, man kann noch nicht sehen, ist dann der Sentis. Jetzt gehen wir mal runter. Nochmal die Hütte. Jetzt gehen wir ein paar Meter bis zu dem Wegweiser. Jo, und laut dem Wegweiser sind es noch 1 Stunde und 15 Minuten bis zum Gipfel. Gehen wir noch ein paar Meter. Ja, und man sieht den Sendemast von der Swisscom. Thank you.
hier dann der Weiterweg zum Gipfel. Kurz vom Gipfel nochmal ein salzversichertes Stück, aber das ist wirklich harmlos und sieht schlimmer aus, als es ist. Thank you.
nochmal einen Blick zurück zum Gasthaus und nach einem leckeren, aber teuren Essen und einem guten Bier geht's wieder hinunter. Zurück in der Wagenlücke. Auf der anderen Seite laut Schild 3 Stunden bis zum Parkplatz zurück. Das wäre super Zeit. Aber da geht es wieder unten in den Nebel rein. Der hat sich da unten nicht verzogen. Genau da oben bin ich heute Vormittag rübergekommen, um dann Richtung Sentis zu gehen. Immer weiter geht's Richtung Mädchensalp, die man nicht sehen kann. Und der Weg weiterhin. Klar, steinig, manchmal rutschig, aber ansonsten keine besondere Anforderung. Toll. Mitten auf dem Weg. Es gibt ja auch keinen anderen Platz zum Hinhocken, oder? Gehören sie noch genauso. Oder wollt ihr noch Wegezoll haben? Schau nicht so. Hintere kommt auch schon so. Gehen wir da außen rum. Hast du dem Geräusch nach? Kann die Mägdisalp nicht mal allzu weit weg sein. Aber man sieht ja leider nichts. Das Weg weiterhin einfach. Und das gerade Stück. Ich meine, dass du dann das gleich kommen müsste aus der Erinnerung heraus. Weil meine Erinnerung haben wir ja schon mal gehabt, ne? Beim Aufstieg zur Wagenlücke. Ja, durch den Nebel gibt es auch nicht mehr allzu viel Besonderes zum Zeigen oder Filmen. Von daher. Wollte ich nur dieses kleine Kuh-Leut-Orchester mal kurz einspielen. Und da ist sie dann auch schon. 2020 wurde hier noch ganz schön kräftig gebaut. Wir hier waren, da ist dann hinten der Anbau dazu gekommen und unten im Keller haben sie einiges gemacht. Ja, einiges größer geworden. Was zu machen, man kann sich eigentlich schön draußen hinsetzen. Und ich will auch eigentlich lieber runter und bin noch 3 Stunden Heimfahrt. Ist ja schon 2:30. Auf dem Schild waren es noch 2:25. Bis zum Parkplatz. Jetzt doch noch mal ein schöner Blick auf den Seealpsee, nachdem vorher die ganze Zeit der Weg in Nebel gehüllt war. Ich schätze mal, es ist noch eine halbe bis maximal 3/4 Stunde bis zum Auto. Langsam zieht es auch im Tal ein bisschen auf, aber jetzt habe ich auch nichts mehr davon. Thank you.
Und zum Schluss noch das Höhenprofil. Ca. 1700 Höhenmeter gab es zu bewältigen. Es ging ganz schön steil rauf und runter.